Ja, hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Parttrack Modellbau. Ja, schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt und gerne mehr wissen möchtet, was hier so auf diesem Kanal und in meinen Modellen natürlich so abgeht. Und heute geht es weiter am Routemaster. Der London Bus RM857 will weiter geschraubt werden. Und letztes Mal haben wir uns, sieht man das da überhaupt? Da steht das Chassis. Na, sieht man kaum, mit beschäftigt. Wir haben den Kraftstofftank mit eingebaut. Wir haben ein paar seitliche Schienen mit eingebaut, den letzten Radkasten mit eingebaut und den Tankdeckel. Das waren die Schritte vom letzten Mal. Und ja, warum das Modell da hinten steht und nicht hier auf meinem Tisch? Ganz einfach, das brauchen wir heute gar nicht. Denn wir brauchen einfach nur komplette neue Teile, die ich hier schon in den beiden Beutelchen habe. Die Bauphasen 35 und 36, die zweite Hälfte von Lieferung 9. Ist das nämlich, und da kümmern wir uns um die Fahrerkabine, die wir zusammenbauen wollen. Ja, wir bekommen den Boden dafür schon, ein Wandstück dafür, die Handbremse ist mit dabei, und dann geht es auch schon an Lenkrad und das ganze Lenkgetriebe dafür, so wie das aussieht. Ja, das sieht danach aus, alles klar. Da werden wir uns dann mit beschäftigen. Also, ich bin bereit, und dann nehmen wir uns den Schraubendreher und legen los mit Bauphase 35-36 unseres Routemasters RM857, der London Bus. Los mit der ersten Ausgabe für heute. Bauphase 35, der Boden der Fahrerkabine und die Handbremse. Das sind die Teile, die wir brauchen. Falls ihr euch jetzt denkt, oh, jetzt geht es an viele Plastikelemente, das da, das ist der Boden der Fahrerkabine. Das Ding ist aus Metall, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich eine Metallplatte, die wir hier haben und mit der wir arbeiten. Das hier ein Wandstück, glaube ich. Das ist aber aus Plastik dann wieder. 35B, linke Seitenwand, genau. Und ja, damit geht es auch los, dass wir die linke Seitenwand dann mit einbauen wollen. Die kommt hier auf diese Erhöhung mit ran. Und zwar so, wie es hier die Form auch zulässt. So kommt das Ganze zusammen. Muss, glaube ich, ein bisschen eingehakt werden. Kann das sein? Ja, so ein bisschen tatsächlich. Okay. Hat ein bisschen Abstand hier anscheinend zur Wand an sich. Ne? Das hier, da ist ein bisschen Luft zwischen. Aber okay. Sollen wir so hinnehmen? Jetzt muss ich nur gucken, ist das richtig rum alles? Ja, schon. Die beiden Zapfen der Wand werden vorsichtig in entsprechende Bohrungen hineingedrückt. Achso, das sind Bohrungen. Ah, das sind keine Abstandsdinger, das sind Nupsis zum Einsetzen. Alles klar. Dann machen wir das doch. Gucken, ob wir die da reinkriegen. Oder auch nicht. Die sind ziemlich groß. Ah, so kann man das ein bisschen einklinken quasi. Okay, auf die Seite passt es noch nicht ganz. Hier hinten ist es schon eingerastet. Hier noch nicht, aber eventuell wird sich das gleich geben, wenn die Schraube kommt. Wir sollen nämlich jetzt 2 mm-Schrauben nutzen und das Ganze da eindrehen. Gucken, wie das passt. Einmal hier. Oh ja, das geht schwer, weil schwer lackiert, merke ich schon. Und nicht die kleinsten Schrauben und die schmalsten Schrauben, sagen wir es so. Da kommt ein bisschen Öl zur Hilfe. Aber dann geht das. Okay. Und dann kommt Schraube 2 hier vorne rein. Braucht ein bisschen Geschraube, bis sie sitzt, aber jetzt sitzt sie mit drin und die Seitenwand ist mit fixiert.
Okay, dann sollen wir die Bodengruppe umdrehen, sodass Sie Zugriff auf die Unterseite des Bodens haben. Alles klar. Nehmen Sie den Abblendschalter 35D, das ist der hier, ein Schalter. Hört man hoffentlich. Der kommt hier in dieses Loch mit rein. Da ist ja auch ein Loch entsprechend. Da kommt der Schalter durch. Interessant, so. Ja. Okay, und wird jetzt mit einer Halterung dann fixiert. Das ist diese hier, so wie es aussieht. Jetzt muss ich nur gucken, wie rum der muss. Hier ist ja auch eine Abschrägung und der sitzt auch nicht ganz gerade drin. Die breite Seite kommt hier hin. Also muss das irgendwie so zusammenkommen. Ah ja, hier, okay, hier ist ein Pin an der Halterung. Okay, dann kommt das so zusammen. Alles klar. Kam so zusammen. Nochmal. So. Und wird mit zwei CM-Schrauben verbunden. Alles klar. Mehr Schrauben haben wir auch gar nicht in dieser Ausgabe. Ah, ich traue dem Braten nicht. Nehmen wir Öl dazu. Man weiß ja nie. So, einmal. Und dann die Nummer 2. So. Sitzt mit drin. Da haben wir den Schalter. Wie der eine Funktion entwickeln kann, keine Ahnung, weil er hat ja keine Kabel. Oder ob der einfach nur so da ist als Deko. Das kann natürlich auch sein. Werden wir erfahren. So, dann kommt die Handbremse ins Spiel. Das ist diese hier. Die wird mit eingesetzt und zwar hier in diesen beiden Löchern. Genau, das. Jupp, da haben wir zwei Pins, die kommen hier mit rein. Schauen wir mal, ob das so hält. Ja, das hält. So, haben wir auch mit dran. Und ein Motorabstellschalter. Das ist der hier. Die soll hier an die Wand rein. Das sind auch hier unterschiedlich große Löcher. Hier haben wir das größere, da haben wir das kleinere. Also kommt das Ganze so dahin. Sollte zumindest, ja. Ist aber auch schwierig, die reinzudrücken. Ich will auch nicht hier oben dran brechen, weil der biegt sich jetzt schon ab. Weg hier. Also weiter kriege ich den nicht rein. So sitzt der mit dran. Alles klar. Dann haben wir das erledigt und das war auch schon Bauphase 35. Genau. Mit dem Bodenstück, Handbremse. Und das erste Wandstück ist mit dran. Ja, jetzt geht es an die Lenkung, würde ich sagen, mit Bauphase 36. So, ihr seht schon, da haben wir ein paar mehr Teilchen für die Ausgabe 36. Das Ganze will jetzt verbaut werden. Und zwar würde ich vorschlagen, wir gehen hier einfach mal so durch. Wir brauchen den rechteckigen Vorsprung des Lenkstockhebels 36L. Das ist der hier. Wir brauchen das Lenkgehäuse 36K. Das ist jenes, oder? Ich hoffe doch, ja doch, jenes hier. Das wird hier einmal durchgesetzt. Und der kommt hier durch, glaube ich, denke ich. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Muss also zumindest rangehalten. Und dann kommt das die quadratische Öffnung des Lenkgetriebes 36H. Das ist jenes hier. Da haben wir eine quadratische Öffnung, wie ihr hier sehen könnt. Die greift in diesen quadratischen Pin mit rein. Muss ich mal eben gucken, wie das ist, weil es gibt hier. Ja, okay. Prinzip verstanden, jetzt nur noch zusammenkriegen das Ganze. Das wird interessant. Die Zähne gucken jetzt nach außen. Oh je. Gott, oh Gott. Wie ich das halten soll, weiß ich nicht.
kann mir nur vorstellen, dass ich den hier reindrücken muss. Ein wenig, so viel wie er reinpasst. Weil sonst funktioniert das, glaube ich, nicht so. Kann man leider nicht erkennen auf dem Bild. Nee, schade auch. Weil ich denke, dass ich den da reinstopfen muss. Aber... Aha, jetzt ist er drin, okay. Zumindest besser drin als gerade eben. Dann kommt das hier rüber. So. Und wird jetzt mit einer PM-Schraube verbunden. Ist ja auch nicht so, dass es fest ist hier, das Ganze. Ganz geil. Schauen wir mal, ob wir so zusammenkriegen. Ja, haben wir getroffen. Ist alles noch sehr wackelig, aber das sollten wir hinkriegen. So. Dann kommt jetzt dazwischen diese Stange hier. Das ist die Lenkwelle. Die kommt jetzt mal umdrehen. Hier mit rein in diese Halterung und diese Vertiefung. Hier denke ich mal. Und dann kommt die andere Hälfte rüber. Die hier. Wird das Ganze verschließen. Was noch nicht hält. Weil das innere Stück jetzt zu weit da, zu weit drin ist. Auch mega cool. Das ist eine schöne Friemelei, die man hier hat. Weil so passen die Teile noch nicht zusammen. Nee, das passt noch nicht. Aber das Teil ist jetzt zu weit drin. Aber nur so, wie es jetzt ist, macht Sinn. Das ist dann die nächste Frage, ob das überhaupt hält. Schwierig zu sehen auch das Ganze, wie das Ganze sein soll. Vielleicht hier? Das kann man nicht erkennen leider auf dem Bild, auf den Bildern, wo die jetzt hin soll. Dahin vielleicht? Ist ein bisschen wie Puzzeln hier. Aha, so. Okay, so passt zusammen. Okay, ob sich das jetzt drehen, das ist die nächste Frage. Es wird auf jeden Fall mit zwei 3 CM-Schrauben verbunden. Bin ja noch skeptisch. Aber wir gucken mal. Ja, die Schrauben sind auch ziemlich überfordert, was die Lackierung anbelangt. Also ich glaube immer, wenn es um irgendwelche Getriebedinger geht oder solche Lenkdinger, da scheitert irgendwie jedes Modell. Das ist, weil die Teile zusammenzuschrauben, das ist jedes Mal ein kleiner Krampf.
Ob am Ende die Lenkung wirklich großartig funktioniert, ist dann ja auch die nächste Frage. Probieren wir einfach mal, was sich da ergibt. So, und die dritte. Und hier. Weil theoretisch müsste sich jetzt was bewegen, wenn ich das hier drehe. Ja, tut sich auch, aber schwerfällig. Achso, jetzt geht's. Es wird besser. Okay. Ah, es ist in Bewegung wenigstens. Das ist schon mal gut. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Dann kommt jetzt die Lenkstange dazu. Die wird jetzt in diese Seite eingesetzt, in diese Seite. Jetzt muss man gucken, wie das Ganze jetzt soll. Die Bohrung am halbrunden Ende soll hinter dem Loch des Lenkstockhebels gesetzt werden. Also hierhin, hier drauf. Und wird mit einer Schraube QM verbunden. Aha. Das heißt, diese Seite kommt jetzt hier drauf und hier dran und wird von der anderen Seite verschraubt. Interessant. Interessante Konstruktion. Ob die hält, ist die nächste Frage. Da hat mir die ja gerade eben die Ausgabe besser gefallen. Ich packe die Schraube hier wieder erstmal wieder durch die erste Hälfte. So. Und dann gucke ich, dass ich die andere Seite daran setze. So, gucke, dass ich das zusammenhalten kann. Ja, okay. Soll nicht zu fest angezogen werden, steht in der Anleitung, weil es soll sich bewegen. So, anscheinend. Okay. Na gut, dann sollen wir es eben zur Seite legen. Und jetzt kommen wir zu den anderen Teilen. Und zwar sollen wir dieses Teil hier nehmen und den Schalthebel, der kleine hier. Die Öffnung am Ende des Schalthebels über den Zapfen an der Innenseite des Schalthebelgehäuses 36i. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo das ist. Ja. Warte, so rum. Wo sollen jetzt hier Zapfen dran sein? Hier sind Zapfen dran. Auf dieser Seite. Ja, hier. Hier ist ein Zapfen. Okay, dann kommt da der Schalthebel rüber. Theoretisch. Ja, genau, hier, zack. Alles klar. Und dann kommt die andere Hälfte vom Schalthebelgehäuse wahrscheinlich hier so drüber. Richtig, sodass er sich bewegen lässt. Alles klar. Wird von der anderen Seite verschraubt mit einer DP-Schraube. Okay. Machen wir. Gut, ist zusammen und lässt sich bewegen. Alles klar. Dann sollen wir den Boden der Fahrerkabine wieder dahernehmen. Den haben wir gerade eben gebraucht. Und brauchen jetzt die hier. Das ist das untere Ende der Lenksäule. Wird jetzt hier mit eingesetzt. Da haben wir auch nur dieses Ende, wo hier ein Stück. Wo ist da? Da ist so eine Ausbuchtung. Da, wo mein Finger gerade ist. Hier fehlt ja auch ein Stück. Das heißt, es geht nur in einer Position. So, um genau zu sein. Und da rein kommt jetzt von der anderen Seite das ganze Gerumsel, beziehungsweise die Lenkstange. Nee, Lenkwelle kommt hier mit hinein. Da muss ich dann gucken, dass ich das Ganze richtig positioniere. So. Und hier haben wir zwei Schraublöcher, genau, zwei Schraublöcher. So, hier kommt das Ganze zusammen. Ah ja, okay, so. Spannend. Und wird mit zwei CM-Schrauben von unten verschraubt. Faszinierend. Das wird nichts.
nicht wirklich. Dann nehmen wir doch Öl dafür. So. Und die nächste CRM-Schraube. Wenn man da noch groß rankommt, ist die nächste Frage. Hier. Geht aber auch. So. Haben wir auch mit dran, alles klar. Und dann kommt von der Oberseite wieder was drauf. Und zwar kommt jetzt das Schalthebelgehäuse, was wir gerade eben gebaut haben. Dieses hier kommt jetzt hier oben mit drauf. Hier ist auch eine Aussparung. Hier auch. Das heißt, wir können es so aufsetzen. So. Ja, dass der Schalthebel zur Wand zeigt. Genau. Und jetzt kommt das Lenkrad drauf. Das ist rechteckig, das heißt, wir können das hier so draufsetzen. Und wahrscheinlich verschrauben mit einer MM-Schraube. Da haben wir noch eine von. Okay. Fehlte da etwa eine? Normalerweise haben wir ein Ersatzdingens mit dabei. So. Und noch ein bisschen mehr. Ne, weiter geht nicht. Haben wir dran. Und dann kommt da noch eine Kappe drüber. Jetzt muss ich natürlich gucken, bewegt sich denn, wenn ich hier was drehe, bewegt sich denn hier irgendwas? Ah ja, guck, ihr seht, es bewegt sich. Das ist ja cool. Wenigstens bewegt sich das. Schon mal, das ist ja schon mal wenigstens etwas wert. Alles klar, okay, das haben wir dann erledigt, das bewegt sich gut. Und dann können wir auch hier die Kappe draufsetzen. Im Zweifel können wir die auch nochmal lösen, wird nur hier draufgesteckt. Jo, und damit haben wir es geschafft. Dann sind wir soweit erstmal durch für diese beiden Ausgaben. Da haben wir schon die Fahrerkabine, wie ihr sehen könnt, gut gebaut. Wir haben schon hier den Schalthebel mit dabei, beziehungsweise, nee, die Handbremse, Entschuldigung, Handbremse ist mit dabei. Die Lenkung ist mit drin, das ist mit drin. Und da schauen wir mal, wie sich das Ganze dann da weiterentwickeln wird da unten. Und ja, das ist das Ergebnis von heute. Ja, ihr Lieben, die heutigen beiden Bauphasen sind abgeschlossen. Bauphase 35 und 36, so rum. Und wir haben uns um den ersten Bau der Fahrerkabine gekümmert. Das ist sie. Wir haben das Lenkrad mit eingebaut, Lenksäule und das Lenkgetriebe, die jetzt gerade verdeckt ist. Das da ist soweit erstmal vorbereitet. Wird beim nächsten Mal schon weitergebaut, kann ich schon mal sagen. Ansonsten ist hier noch eine Seitenwand mit rangekommen, Handbremse und so weiter. Sitzt alles schon mit drin. Ja, wie geht's weiter im nächsten Paket? Das ist dann die 10. Lieferung, die uns erwarten wird, Bauphase 37 bis 40. Da geht's weiter auf jeden Fall an dieser Fahrerkabine und zwar um einiges wird es da weitergehen. Wir werden nämlich das Brems- und Gaspedal als nächstes, wie ihr hier schon sehen könnt, mit einbauen. Da ist entsprechende Elektronik auch mit bei, damit auch das Ganze dann am Ende mit Funktion sein wird. Das kommt mit rein, das Armaturenbrett. Wird eingebaut, haben wir hier und weitere Details dafür. Auch hier sind Kabel mit dabei, damit Schalter auf jeden Fall aktiviert werden können. LEDs sehe ich noch nicht, aber zumindest Schalter werden mit dabei sein. Dann geht es schon an den Fahrersitz. Das ist dann die Bauphase Nummer 39, die wir zusammensetzen werden. Und in Ausgabe 40 geht es quasi dann schon um das Gehäuse. Kann man eben einen kleinen Spoiler geben auf das Endergebnis von Ausgabe 39. Das wird das dann sein. Und in Ausgabe Nummer 40 kommt dann schon ein großes Kabinengehäuse, wie ihr sehen könnt, was mit ein paar Details ausgestattet wird. Und ja, das wird doch cool aussehen. So, im Endeffekt sieht das Ganze dann demnächst beim nächsten Mal nämlich aus. So, mein Tablet hat Pause, ich habe auch Pause und danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, den obligatorischen Daumen nach oben einfach da zu lassen. Kostet euch nichts, bringt uns aber weiter.
Und gern dürft ihr auch ein Abo auf diesem Kanal hinterlassen, dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Ja, bis zum nächsten Rootmaster-Video oder irgendeinem anderen Video, egal ob von mir, von Tobi oder unseren gemeinsamen Projekten. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.